diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass ihr im Volk, in den Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: des Aussätzigen trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie und fähig und sprachen: Was
der Zwölfen einer, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und die Boten im 30 Silberlinger. Und von dem an suchter Gelegenheit, dass ihr ihn verriete. Tage
ihres süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Das ist mein Blut, des Neuen Testaments.
sie den Lobgesang gesprochen hatte, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle erkennen an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde dich nicht entschleunen und die Stadt der Erde in nichts zerstreuen. Wenn ich aber auferstehe, werde ich vor euch hingehen in Galiläa. Mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, ist, was ich dort hingeht, und nahm zu sich Petrum und die 10 Söhne Zebedee und fing an zu trauern und zu
Thank you.
und ging hin ein wenig, fiel wieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Heiland wird vor seinem Vater erhebt er mich und alle von unserm Vater hinauf zu Gottes Gnade wieder. Er ist bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchen Sünden diese Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es im lieben Gott gefällt. Thank you.
einen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in alle Fechten wandert. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Und mit Stangen von den hohen Priester und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi! Und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Meine Freund, warum bist du gekommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesu und griffen ihn.
Jesum gegriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas. Dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis in den Palas des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf das er sehe, wo es hinaus wollte. Die hohe Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugen wider Jesum, auf dass sie ihn töteten und fanden keines. Thank you.
antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Und schlugen ihn mit Fäusten. Hätt ich aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen:
saß draußen im Palast und es trat vor ihm eine Magd und sprach: Und du, wo bist du mit dem Jesus aus Galiläa? Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zu den Tieren hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit Jesu von Nazareth. Und er leugnete aber mal und schwur dazu: Ich kenne das Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petro: Falsch, du bist auf einem Weg, thank you.
und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato, da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, geweihte es ihm und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priester und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was geht uns, was war, was geht? Und er warf die Silberlinge in dem Tempel, hob sich davon, ging hin, und er hängte sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: einen Rat und kauften einen Töpfersack darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genannt der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllt, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da
Wahrheit spricht. Sie haben genommen 30 Silberlinger, damit bezahlt ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfes Acker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüden König? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst. Und da er verklagt war von den hohen Priester und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hat sie dich verklagt? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass es mich auch der Landpfleger sehr verwundete. Aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Der hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen Sonderlichen von anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas oder Jesus, von dem gesaget wird, er sei Christus. Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nicht zu schaffen? Ich habe heute viele Litten im Turm und entwiegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesus umbrächten. Antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kommen, 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 lass ihn kommen.
Thank you.
haben noch mehr und Sprachen. Lass ihn kommen. Größer Getümmelbad nahm Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, siehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sei gut vor. Yeah.
Knechte des Landpfleges Jesum zu sich in das Lichthaus und sammelten Kürbel in die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihn einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Nahmen das Rohr und schlugen damit seine Haut. Verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Kreuz mit Ungesagt.
Thank you.
ist verdeutscht, schwerer Stadt, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischet. Und da er schmeckte, wollte er es nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllt würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen alle da und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich, dies ist Jesus, der Jüden König, und den wurden zehn Mörder mit ihm gekreuziget, eine zu rechten und eine zu linken. Aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Samt den Schriftgelehrten und Ältesten und Schwachern. Thank you.
Nahm einen Schwarm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, halt, das Segel, und wenn Jesus kommen, wird ihm helfen. Aber Jesus schrie aber mal laut.
und gingen aus den Gräben nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesu, da sie sahen, dass Erbeben und fast da geschah. Hier schraken sie sehr und sprachen: Welchen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedee. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihm nun den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Thank you.
Und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzete eine große Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber Alta Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folge nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer zämtlich zu Pilato und sprachen: Fahreten das Grab mit Hüten.
und Versiegel.